Hallo Hallo, und zurück zu einem weiteren Video na hier heute auf diesem Kanal. Also morgen gleich, mit immer gleich. So, ja, also auch jetzt nochmal von mir. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir. Jo, und dem Herrn sofort im Hintergrund. Wo sind wir heute? Gleich. Wo sind wir heute? Dreimal dürft ihr raten. Wo bist du, Zimmer? Kennst du wahrscheinlich nicht. Zimmer? Ja, ich muss gucken, ich kann nicht weiter nee, weg. Kenn ich nicht. So. So, das ist eine Schwebebahn, eine Magnetschwebebahn, und die gibt's, also soweit ich das weiß, also zumindest die erste wurde in Wuppertal gemacht, und ich glaube, es gibt auch nur in Wuppertal diese Magnetschwebebahn. Die hängen tatsächlich an der Decke da, also hier so, die fahren nicht auf den Gleisen, sondern hängen da oben dran. So, das hier wird nur in Wuppertal. So, ja, jetzt geht's aber hier los mit unserem. Ja, was gibt's heute so im Shop? Schauen wir mal rein. Heute haben wir hier wieder den Mythic Stewie in Mamas altmutige Geheimnisschatulle. Dann gehen wir mal hier rüber in den Shop. Mal, was hier so am Start ist. Hier haben wir die Winter Tire Box. Und ja, war ja zu erwarten, wie gesagt, am Montag geht ja der Winter Clash los. Und hier haben wir den Reward Pool. Da haben wir. Eggnog Roger, kabelloser Audio-Transmitter. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Ne, zum letzten Mal. Hier deutlich viel mehr Kombos als in der anderen Box. Gun Safety Peter, Santa Killer Haley, Spin Out Louise, Heavenly Hanks, Roadkills, Ready for Santas, Santa Killer Steves, Eggnog Rogers, Foul Fighter Teddy, Santa Bills, ist natürlich auch geil, Penguin Conservators und Santa Benders. Ja, letzten Endes wieder genau das gleiche wie bei der anderen Tire Box. Auch hier wieder. Ja, da gibt es dann den Level 1 Eggnog Roger ab Tire 4. Eine legendäre ab Tire 3. Plus noch die legendäre aus den Steinen. Und dann haben wir hier noch drei Puls. Also insgesamt gesehen ist diese Box natürlich auch ganz interessant. Ich bevorzuge allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, hier diese Martian Tire Box. Die finde ich persönlich jetzt besser, gerade auch, weil wir ja den Kunst-BGE haben. Ja, für die Leute, die sich gestern gewundert haben, ja, was ist denn mit mir gleich? Was erzählt er denn da? Ja, der Kollege. Was macht er denn? Ich guck dann nochmal genauer hin und stell dann fest, ja scheiße, Educated ist ja jetzt schon vorbei. Ich habe gestern noch gesagt, naja, solange der Educated noch da ist, dann guck ich oben hin. Oh. Mm. Video schon abgedreht, hochgeladen, scheiße. Okay. passiert. Also, wundert euch nicht, kann bei mir immer mal vorkommen. So, dann haben wir hier den Mythic Peter. Achso, das andere war ja hier noch diese Martian Tire Box. Wie gesagt, finde ich deutlich besser als die andere jetzt hier. Hier haben wir Martian Kalender, Mutilated Therapy Dolls, Eugene Belcher, Graffiti Mural, Arc Sketch und McGriffin. Da sind es jetzt nicht ganz so viele Kombos. Ist aber dann eben auch Martian Kalenders, Spray Painters, Mac Portraits, Gingerbread Sculptors, Mural Restorers und Benders Clowns. Weiß man dann schon eher eingeschränkter, was man bekommen kann. Ne? Hier gehen wir dann nochmal rein. Das ist dann auch hier diese Level 1 Martian Kalenderkarte. So, das wäre das hier. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir uns das Mythic Peter Pack an. Mit Kutschi Copy Sculptor, Mutilated Therapy Dolls, Arc Sketch und Francine Smith. Was mich natürlich daran stört, ist diese Blondine da im roten Dress auf der rechten Seite, die brauche ich nicht wirklich. Oh, eine Francine, ja. Ich bin voll begeistert. Peter Mythic ist geil, Francine Smith ist scheiße, braucht keiner. So, dann gehen wir mal hier rein in die Meisterschaft, gucken wir mal hier, was da so am Start ist heute. Ja, und heute haben wir hier eine Karte, also diese Combo habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich habe vorher so, what? Was ist das? Okay. Mag natürlich damit zusammenhängen, dass ich eben auch keinen Steve aktuell im Deck habe. Und ja, dann schauen wir uns doch mal diese
Combo an. B6 heißt die. Hat diesen sensationellen Namen B6. Mit einem Steve und mit Musikkarten. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die anschaue, wundert mich das auch gar nicht, dass ich die persönlich selbst auch noch nie gesehen habe. Warum redet der eigentlich nicht mehr? Irgendwie hat mich die Kamera nicht mehr. So, jetzt also. Alles durcheinander dann so. Also hier B6, da haben wir jetzt hier, ja, was kommt da raus? Cheers. Toll. Das ist auch schon alles. Nur muss ich sagen, da ist mir ein normaler Steve Smith. Oder wenn ich mir anschaue, hier, guckt euch mal an, die Big Mountain Fudge Cake. Ja, die ist mal richtig gut, sage ich mal. Mit Revanche, mit Punch, mit Cheers All, auch wenn es nur 3 ist. Und da hast du einen Steve Smith mit Motivieren, mit Lead, mit Bombe. Und dann kommt da hinten raus ein B6. So, naja. Ist jetzt nicht wirklich so prickelnd. Ich glaube, im Mountain Fudge Cake ist der da unten. So. Also brauchen wir uns nicht weiter anzuschauen. Kein Wunder, dass die Karte wahrscheinlich keiner von uns kennt. Ja. Future Mac. Future Mac ist das hier. Da haben wir einmal eine Mac mit Alkoholkarten. Und dann kommt die Future Mac raus und die hat einfach nur eine Mauer. Jetzt im Gegensatz zu, wir hatten ja jetzt vor kurzem das Thema gehabt hier mit der Drunk Lila, die ja wirklich dafür bekannt ist, eine monströse chinesische Mauer um sich gezogen zu haben, hast du hier halt eine 20er Mauer. Ne? 20er Mauer ist nicht schlecht, ja, aber kann es halt nicht vergleichen mit einer Drunk Lila, ne? Future Mac. So, gut. Klicken wir das Ding hier weg. Auch keine 500 Gems wert. Ganz schnell wieder fort. So, dann haben wir hier den Belly Drum. Und beim Belly Drum haben wir hier einen Bobby mit Musikkarten. Und da kommt dann eine Mauer raus, Bombe und Angriffspunkte, wenn eine Combo gespielt wird. Kriegst du mit hinzu. Also, ja. Ganz nice defensive Combo aus einem offensiven Bobby wird ein defensiver Belly Drum, der sich da auf seine Wampe da rumkloppt mit den Wändern. Wie heißen die Dinger denn? Ich weiß es gerade gar nicht. Also wir haben sowas auch in der Küche. Haben davon sogar mehrere in der Küche, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich hau mir damit nicht auf meinen Bauch rum. Aber keine Ahnung, wie die Dinger jetzt so genau heißen. So, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Herr Gleich, ey, gestern erst das eine, heute weiß er nicht, wie das Ding in der Küche da. Also ehrlich, was ist mit dem los hier? So, Brian's Hot Date haben wir jetzt hier. Schauen wir uns mal das Ding da an. Brian's Hot Date. Und da haben wir einen Brian, dann haben wir einen Mythic Brian. Ja, mit Restaurantkarten. Und da kommt dann gar nichts mehr raus. Und die, da über diese diese Karte, da habe ich mich schon echt gefragt, ne, Herr Sofort. Gucken Sie sich mal die Karte an, was ist denn Ihre Meinung dazu? Herr Sofort? Ich sehe es schon. Was soll ich denn dazu sagen? Ne, gucken Sie mal. Da ist ein Brian, ne? Ja. So, und dann ist eine Restaurantkarte, ne? Ja. So, und wenn der dann plötzlich sein heißes Date mit Stewie hat, ja, mit einem verkleideten Stewie in weiblicher Version, ja, dann hat er auf einmal gar nichts mehr. Ja. Super, ne? Haben Sie eine Idee, warum? Ja. Herr Sofort. Ja. Warum, kann man mal irgendjemand erklären, warum hat der Brian, wenn er da mit Stewie ein Techtelmechtel anfängt, da ist alles, ja, alles tot. So, alle Effekte weg. Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Also, auf jeden Fall eine der größten Schrott-Kombos, die es überhaupt gibt. Und ja, wenn es euch heute ein bisschen weitergeholfen hat, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut es mal, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.